Chanel Bags. Türkisch Original. Was geht ab, meine Schleckermäulchen? Wir sind heute hier in Fethiye, genauer gesagt in Gündükbaşı bei Çalış und testen heute mal den Wochenmarkt aus. Und hier gibt es auf jeden Fall viele Leckereien zu probieren und ich wollte euch einfach mal mitnehmen. Los geht's! So, als allererstes testen wir mal hier gegrillten Mais. Ich liebe gegrillten Mais. Also wenn ihr mal irgendwann in der Türkei seid oder gerne auch zu Hause bei eurem Grillabend, wenn ihr mal die Chance habt, Mais zu grillen, haut euch den Mais auf den Grill. Gegrillter Mais ist das Beste. Und natürlich, beste Verpackung, direkt aus dem Blatt. Noch heiß? Boah. Boah, zuckersüß. Und diese Röstaromen von dem Mais, boah. Lecker. Kennt ihr das? Wenn ihr Mais esst, halbe Dings, danach braucht man immer Zahnreinigung. Das ist der einzige Nachteil an Mais essen ist, du brauchst danach schön Zahnreinigung. Immer Zahnseide dabei haben. Mmh. Der ganze Spaß hat jetzt 30 Lira gekostet. 30 Lira sind aktuell 1 Euro. Finde ich vollkommen geil. 1 Euro, ein Mais. Ganz einfaches Essen. 9 von 10. Gönnt euch. So, meine Schleckermäuschen, was gibt es Besseres als frische, hausgemachte Gözleme? Wir haben jetzt hier die Variante mit Kartoffel, Zwiebeln und Petersilie. Und es ist noch sehr heiß. Bu bazlama. Bazlama. Evet. Evet. Şu gözleme, şu mısır böreği. Wie ihr gesehen habt gerade, die Muttis haben frisch gemacht. Und ich probiere die mal jetzt. Ne? Sehr gut. Der Teig ist schön dünn und knusprig. Die Kartoffeln sind geraspelt, aber trotzdem weich gekocht. Hat auf jeden Fall Power mit Pfeffer. Kommt leichte Schärfe, Pfefferschärfe rüber. Zwiebeln, Petersilie, alles kommt geil. Also in den Speisekarten in der Türkei stehen neuerdings keine Preise mehr drin. Da die Inflation so schnell steigt, die Preise, die können nicht hinterherkommen, immer die Preise zu erneuern. Deswegen steht hier auf den Speisekarten stehen schon gar keine Preise mehr drauf. Natürlich darf der Chai nicht fehlen. Also, jetzt mein faires Urteil. Dieser Teig ist sehr gut. Der Gözleme-Teig ist sehr gut. Wirklich haben die gut gemacht. Über die Füllung lässt sich streiten. Sie ist nicht schlecht. Aber hier haben wir jetzt für die mit Kartoffelfüllung haben wir 60 Lira bezahlt, was aktuell 2 Euro sind. Und das ist vollkommen okay. Das ist ein geiles Essen, ein geiles Frühstück für uns. Gönnt euch. Von mir eine 7 von 10, klare Empfehlung. So, was ist ein Food-Vlog ohne einen Döner-Test, meine Freunde? Meine Schleckermäuschen. Wir haben jetzt hier einen Hackdöner, türkische Art und Weise. Das ist Rindfleisch, Kalbsfleisch, aber als Hack. Dazu haben wir einfach Tomate, Zwiebeln und ein bisschen Eisbergsalat. Probieren wir mal den Spaß. In einem halben Brot. Das Fleisch ist ganz anders gewürzt, wie man es in Berlin kennt. Aber es ist trotzdem lecker. Es war Hack, aber es hat nicht so diesen Hackfleisch-Touch wie in Berlin. Hat eher so einen Köfte-Touch. Das ist Köfte, also schmeckt wie Köfte, aber halt in diesen dünnen Scheiben. Dann, das Brot könnte ein bisschen knuspriger sein. Ich bin eher, ihr kennt mich ja, ich bin eher so Knusperbrot-Fan. Das ist ein bisschen weich. Ich habe ohne Soße genommen, weil in der Türkei ist Soße immer nur Ketchup oder Mayonnaise und da bin ich nicht so der Fan von. Das ist so dieser typische Türkei-Döner-Touch. Schmeckt sehr gut, aber hat natürlich nichts mit diesem Döner aus Berlin zu tun. Aber sehr gut. Ich gebe diesen Döner hier, Türkei-Döner-Style, eine 8 von 10. So, natürlich lasse ich mir nicht nehmen, auch den Chicken-Döner zu testen, wenn wir hier schon dabei sind.
Also guckt mal euch das Fleisch an. Sehr geil geschnitten. Es riecht sehr gut. Boah. Sehr gutes Fleisch. Es ist auch, wenn man den Spieß filmt oder auf den Spieß guckt, man sieht diese großen Fleischfiletstücken. Das ist nicht so, so diese Reste vom Hühnchen, sondern wirklich so aus großem Muskelfleisch, also von der Brust hauptsächlich. Sehr gut. Hier auch ohne Soße, also kein Ketchup, kein Mayo. Zwiebel, Tomate, Salat. Und auch wieder ein halbes Brot. Auch hier, Brot könnte ein bisschen mehr getoastet sein. Erinnert mich ein bisschen an meine Kindheit. Wir haben immer früher als Kinder, auch am Strand, gab es auch immer einen Chicken-Döner-Stand. Da war immer so ein ganz dicker Mann so. Der hat immer Chicken-Döner geschnitten. Und genau so schmeckt er hier. Immer halbes Brot. Und damals, als wir noch so die kleinen so Wellets waren, so, hat uns ein, so ein halbes Brot den ganzen Tag satt gehalten. Jetzt wird weggeatmet. Also jetzt im direkten Vergleich finde ich trotzdem den Hack-Döner hier besser. Weil es ein ganz anderer Geschmack ist. Das ist hier schon nicht schlecht, aber das Hackding war jetzt eine Überraschung für mich. Hat mir mehr besser gefallen. Also der Hackdöner kriegt eine 8 von 10, der hier eine 7 von 10. Was nicht fehlen darf, das hier ist Ayran. Weil die nicht Ayran kennen, da seid ihr erstmal Bauern. Das ist einfach Joghurt mit Wasser und Salz. Zu wenig Salz. Aber gut, frisch, sehr erfrischend. Gönnt euch Ayran. Preisvergleich. Das halbe Brot mit Chicken, also Tabuk, Hähnchenfleisch. 60 Lira, also 2 Euro. Das mit Fleisch, Hackfleisch, 90 Lira, also ungefähr 3 Euro. Ja, ungefähr 3 Euro. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind hier in einem Touristen-Hotspot und deswegen ist natürlich auch noch ein bisschen höher die Preise. Wenn wir das irgendwo ein bisschen abseits, da wo die Einheimischen essen, da kaufen würden, hätten wir bestimmt auch ein bisschen günstige Preise. Aber ich finde 2 Euro und 3 Euro für einen Döner ist geil. Kommt her, holt euch Döner. Gönnt euch. Wir holen aus den Bergen, selbst hier im Sommer liegt auf den Bergen hier Schnee. Da fahren die in die Berge und holen dort Eis- und Schneeklumpen. Und die werden dann hier gekühlt. Und wenn man dann so ein Ding bestellt, dann zerkratzt er das, zerstampft er das und macht dir den jeweiligen Sirup noch drauf. Da haben verschiedene Geschmacksrichtungen. Hier Karadut, das ist schwarze Maulbeere oder Orange, verschiedene Geschmacksrichtungen. Und das tun sie dir dann mischen und dann hat man so einen leichten, kühlen Snack. Boah. Tut ein bisschen an den Zähnen weh. Dann kriegt man leicht auch Hirnfrost, aber sehr erfrischend. Und das ist, ich weiß nicht, ob es noch stimmt, ob die es heutzutage immer noch so machen. Aber früher, damals, Legende, diese Dinger kommen aus den Bergen. Ich hoffe, die kommen immer noch aus den Bergen, weil dann ist es geil. Du sitzt hier bei 40 Grad im Schatten und isst einfach Eis von den Bergen. Das ist Karadut. Jetzt probiere ich mal die andere Geschmacksrichtung. Orange. Boah, geil. Orange ist viel geiler. Boah, ist Orange geil. Schmeckt so, wie wenn du Fanta ins Eisfach tust und dann so ein bisschen antauen lässt und die Fanta genau so rauskommt. Schmeckt genau wie Fanta eingefroren. Die türkische Fanta ist eh viel geiler. Wenn ihr mal in die Türkei kommt und ihr mögt gerne Fanta, probiert unbedingt die türkische Fanta. Die ist A, orangiger und B, ist sie süßer. Viel geiler. Türkische Fanta. Oh. Gönnt euch. Das hier, dieses Dessert, wenn es wirklich von den Bergen kommt, wie er gesagt hat, für mich eine 9 von 10. Mm. Dieser Spaß kostet pro Portion 20 Lira. Das ist nicht mal 1 Euro. Also 80 Cent ungefähr. Geil. Am Ende kann man nicht mehr löffeln, weil es hier so warm ist. Dann wird es so ein Eisgetränk. Das ist sehr gut. Gefällt mir sehr gut. Nochmal den hier.
Woran erinnert mich dieser Geschmack? Karadut. Maulbeere, rote Maulbeere oder schwarze Maulbeere. Ist eher so Kirsche, also Johannisbeer. So süß Kirsche, wa? Ein bisschen kirschig. Aber lecker. Gönnt euch. Wir haben ein bisschen Mais gekauft von dem leckeren, den wir auch gegrillt gegessen haben. Wir haben Pfirsiche gekauft, wir haben ein bisschen was von der Dragonfrucht, Drachenfrucht gekauft. Und wir haben hier so ein Sauerteigbrot. Hier gibt es einen Bäcker, der backt nicht so dieses standard türkische Brot, sondern ein bisschen so an den deutschen Gaumen angepasstes Sauerteigbrot mit Walnuss. Bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. Wenn ihr mal in der Türkei seid und ihr habt mal die Chance, auf so einen Wochenmarkt zu gehen und ihr nicht so empfindlich seid für viele Menschen und die Hitze so, dann gönnt euch gerne so einen Markt mal, guckt euch das mal an. Es ist auf jeden Fall eine kulinarische Erfahrung, ihr könnt überall ein bisschen probieren, schnabulieren und ja, klare Empfehlung, gönnt euch mal so einen Wochenmarkt in der Türkei. Viel Spaß!